Servus, gute Morgen, willkommen zurück auf der Holzermap am Samstagmorgen. Im Glas Radladerchen. Muss man hier so sagen. Wie kann das sein? Ich habe gerade angefangen zu babbeln, zu schwitzen. Schon juckt mir das nächste wieder. Kann sein, dass ich mich gleich mal ausklinge zum Nasputzen. So. Was wollte ich sagen? Jo. Also die Brauerei hat jetzt eigentlich alles bis auf den Weizen, beziehungsweise die Gerste, beziehungsweise. Ne? Eins von beiden. So. Jetzt schmeiße ich gerade mal so zwei oder fast zwei Stapel Paletten auf unseren Tandem-Anhänger an der G-Klasse. Ich fahre eben mal runter zum Landhandel, weil wir haben ja jetzt erst einmal alles Mögliche, so gut wie ganz viel Gedönse an der Brauerei. Wir brauchen also, wie gesagt, nur noch den Weizen. Den wir ja gerade einsehen, beziehungsweise fast momentan einsehen, weil die Sämaschine, die riesengroße Sämaschine, wieder mal leer ist. Das heißt, wir müssen gleich runterfahren, da runter springen. Und dann sind 820er und dann auffüllen. Die Sämaschine auffüllen. Ach, nö. So, wo kommst du denn lange gut dabei hab? So, die sitzen mal, das ist schon mal gut. Ein bisschen überschiebe. So halbwegs mittig ist schon ein bisschen schöner, ein bisschen. Die kann man übrigens beim Landhandel verhögern, das machen wir jetzt auch. So, weil irgendwie muss ja mal Geld reinkommen. Milch haben wir auch, aber schon 4000 Liter können wir auch wieder verkaufen. Die. Was heißt die Tage? Auf jeden Fall heute. Ja. Und genau. Eine Mission habe ich auch angenommen. Ja. Eine Mission. Und zwar, das ist ja hier allseits bekannt, dass man da sehr wenig Felder hat. Das heißt, ich habe eine Mission angenommen, die heißt Ballenpressen. Habe ich jetzt noch nirgendwo angenommen, weil andere Arbeiten immer lukrativer waren. Aber andere Arbeiten gibt es hier nicht. Wir haben ja kaum richtige Getreide- oder Erdfruchtfelder. Gucke, wenn ich dran denke, werde ich die nächsten Tage vielleicht zwischendrin mal ein kurzes Standbildvideo hochladen. Einfach mal mit dem Thema, welche zweite Map soll beendet werden. Ne? Ich habe mich zwar eigentlich schon darauf geeinigt, dass diese hier beendet werden soll, aber ich habe jetzt auch ungefragt die Geiselsberg beendet. Was heißt ungefragt? Ich habe euch informiert, aber genau. Ne? Und da ich ja noch keinen Community-Dingsbums habe, ne? Dass man hier auf YouTube oder sonst wo euch die Fragen kann, habe ich. Oh, das langt nicht ganz, egal. Durch die Palette passt auch. Habe ich ja nur die Möglichkeit, mit euch zu kommunizieren über. Also mit fast jedem von euch über dieses. Über ein Video, ja? Dass ich sage, okay, so und so. Dass ihr mal in die Kommentare reinschreibt. So, Sägewerkhof, so. Bitte in die Kommentare reinschreiben und dann vom Oberhof zum Händler, ne? Hier, so. Was ihr denn davon, was ihr denn meint, ja? Welche Map wir denn bitteschön beibehalten sollen und welche, ne? Das geht einfach und untergreifend geht es um die Holzer-Map oder die Hinterkaifeck. Nur zur Info, wenn jetzt manche sagen, Hinterkaifeck ist halt Oldtimer, oder Youngtimer, die könnte man hier auch fahren. Also so ist es nicht. Ja, denke ich mir mal. Das wäre jetzt das Problem. So, dann geht's mal weiter. Genau, du möchtest aufgefüllt werden. Du bist ein Honky-Tonky. Hast du das gewusst? Hast du mal entlassen, den Bub da? So. Das ist halt, ja, das ist halt der Nachteil, wenn du, egal wo, diese in Anführungszeichen alten oder
kleinen Sämaschinen hast, weil du einfach kein Geld hast, was Gescheites zu kaufen. Beziehungsweise eine 18 Meter oder 15 Meter Amazone passt halt hier nicht auf die Map, ist ja ganz logisch. Also könnte wenigstens dein Korntank hier, der Saatguttank, ein bisschen größer sein. Der Traktor packt es schon, kein Problem. Das ist vielleicht auch ein Grund bei mir, dass ich immer auf diese großen und neuen Maschinen gehe, weil die halt einfach mehr Arbeitsbreite haben. Du kannst auf einer nordfriesischen Marsch oder vielleicht auch von der Gemeinde Rade mit sowas nicht ankommen. Dann bist du ja eine ganze Woche, also folgentechnisch eine ganze Woche am Einsehen. Das sehe ich nicht ein. War der gut? Ne, war eher kalt, ich weiß nicht. So. Du machst jetzt mal ganz frisch hier weiter. Vor allen Dingen, für was brauchst du bei 3 Meter so einen Spurreiser? Mein Gott. Der Treiber kann man das auch, gell? So, weiter geht's. Nein, du fährst hoffentlich richtig, ne? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, teilst dir ein. Es muss reichen für den Rest, okay? So, was haben wir noch? Genau. Feld 21 müssen wir mähen, dann müssen wir es wenden, dann müssen wir es schwaden, dann müssen wir es dresseln. Ich habe alles ausleihen müssen oder wollen. Ne? Guck mal, was hier steht. Das ist alles für einen Auftrag. Einmal für Ballen pressen und wegfahren, mein lieber Freund. Frontgewicht holen wir uns nachher, wenn wir gemäht haben. Du könntest echt auf dem... Nein, nee, Quatsch, das geht nicht, gell? Das haben wir ja schon mehrere probiert. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal getestet. Du kannst, glaube ich, nicht mit Sachen, die du mietest, für einen Auftrag, deine eigenen Felder bearbeiten. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Da kriegst du eine Meldung, hör schon mal zu, mein Freund, das darfst du nicht machen. Ja? So. Jetzt erstmal gucken auf die Map. Wir müssen so 21. Holla, 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 die Waldfee. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hoch zu unserem Hof. Uiuiui, das ist aber... Da kriegst du Heimweh. Moment. Können wir auch anders fahren? Da ist doch auch ein Weg dahin rum. Wir fahren mal los. Ich hoffe, dass das jetzt tatsächlich ein Weg ist. Ja, das müsste eigentlich einer sein. Ist zwar hier im Map-Ende schon. Aber vorher geht noch, müsste eigentlich schon ein Weg reingehen hier. Genau. Da ist er doch. Oh, Moment. Wäre es vielleicht angebracht, wenn wir einen Kurs dahin fahren, weil wir ja die ganze Sache hinholen müssen. In der Hoffnung, dass wir dann auch ankommen. So. Immer ein Auge auf die Minimap, sonst fahre ich wieder umständlicherweise, Gott weiß wohin. Ja, ich sagte, mach ich mal Ihnen ein kurzes 5-Minuten-Video, einfach mit der Ansage, dass man mal in die Kommentare schreibt, ob die Holzhämme bleiben soll oder die Hinterkaifeck. Ja. Ich hatte ja, ich habe es ja eigentlich vor, gerade, alles klar, also die Rade kommt auch jetzt die nächste Woche an den Sendeplätzen der Geißelsberg. Das muss ich noch in den Videoplan reinmachen, aber nur vorab zur Info. So. Dann habe ich ja die Hofbergmann, die bleibt wie es ist. Dann haben wir die, soll halt nicht sagen, noch eine dritte sein. Und ich war halt die ganze Zeit so drauf gewesen, dass wir die hinter Kaifeck weiter laufen lassen. Aber wie gesagt, ich bin da. Was das betrifft, bin ich dann echt offen, weil ja, es ist so. Ja, ich habe für meinen Geschmack noch keine schlechte oder, ich sage es mal in Anführungszeichen, hässliche Karte gespielt. Ja, die sind in meinen Augen alle schön. Mir geht es ja auch, wie gesagt, nur darum,
dass ich mehr Zeit haben möchte für die einzelnen Karten und nicht 12.000 verschiedene Spiel und nichts vorangeht. Darum geht's mir. Deswegen, the only question I have, sagt er so, oh Mann. Hold the map or hit the Kaifeck. Könnt ihr gerne jetzt auch in die Kommentare schon schreiben. Ich denke halt nur, wenn ich so ein einzelnes Video mache, ein ganz kurzes, dass vielleicht mehr Leute sich das zufälligerweise mal anschauen. Weil mittlerweile, vielen lieben Dank, Leute, wir sind kurz vor den 600. Kurz vor den 600 Abonnenten. Was ja sehr eng ist, sehe ich gerade die Brücke. Oh, das wird aber nachher, da bleibt er hundertprozentig hängen. Ich weiß auch, dass nicht alle von den Abonnenten meine Videos regelmäßig schauen. Ja, weil es sind auch viele Bekannte dabei, die mich aus Mitleid abonniert haben. Grüße! Und die werden wohl das Video nicht sich anschauen, indem ich frage, welche Map. Ja. Aber ihr alle anderen da draußen, ihr sollt da mitentscheiden. Viele schreiben auch, mach was du denkst, das ist dein Kanal. Logisch, ja. Nur, ihr wisst, wie es ist, ne? Man hat zwei Karten. Ich will jetzt nichts vergleichen mit anderen Sachen. Ich habe zwei Karten und beide gefallen mir sehr gut. Also brauche ich Hilfe, welche ich nicht mehr machen soll. Feld 21, wir fahren da weiter. Sehr schön. Also ich wäre gescheiter Richtung Hof gefahren und dann zur 21 wäre vielleicht leichter gewesen. Du. Na alle, mal abwarten. Das lassen wir mit CP mähen. Wenn es angekommen ist, sehr schön, können wir gleich Paletten verkaufen. Saatgut hat er noch 50% auch drin. Das müsste auch reichen für den Rest. Ein Komodo, da fehlt er doch. Der 28, ich sehe es genau auf der Minimap. Auf der anderen Seite des Windstreifens. Ui, da war eine Bank. So. Die Zufahrt müsste aber der UNO sein. Den Kurs beende ich hier. Oh, das ist ja praktisch. Ach, das ist ja praktisch. Guck mal, da hast du so ein bisschen einen Wendeplatz. So. Ja, genau. Ne? Ich weiß es. So. Ich habe ja schon mal gefragt, ist das tatsächlich so, vom Größenverhältnis, ist das so ein riesen Trümmer an Mähwerk an den Traktor hinten dran? Weil das ist ja doppelt so hoch wie der Traktor, und der Traktor schon, keine Ahnung, gefühlte 350 hat, dann sind wir bei 7 Meter. Boah, das ist nicht wenig. So, geht's da rein? Bitte, danke. Ja, hier können wir reinhauen. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ich glaube, dass es auch nicht so ist. Ich denke nämlich, dass wir... Haben wir es kaputt? Nö. Geht so. Ich glaube, CP findet das Feld 21 mit Sicherheit nicht. Warte mal gucken. Oh. Oho, sehr schön. Ah ja, gut, sehr gut. Gut ist. So, rund war es gerne. So, wir haben aber 8 Meter, keine Ahnung, 9 Meter. Ach ja. Ich will mir daran denken, dass man vorher das ganze Gedöns ausklappt. Sonst erkennt CP die tatsächliche Arbeitsbreite nicht. Nur auf 8.30. Ich glaube, 8.30 müsste es sein, dass das Standard-Püttinger generiere, bitte. 1000 Jahre später. Ja, sieht doch ganz gut aus. Stopp ist da hin. So,
Was mit dir? Achso, gute Woche. Jetzt bin ich wach. Escape F21 Mehen. Eins machen wir noch, bevor wir hier die erste Folge wieder für beendet erklären. Wir werden den Benz noch abladen. So, der darf anfangen. Bleib nicht so oft hängen, bitte. So, nein. 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 Und mit Sicherheit, ja. So, wir müssen... Nee, wo gibt's hier die Knete? Landhandel war das doch auch, oder? Lasst uns noch mal nachschauen. Ich glaube Landhandel. Die Palettchen. Vor allem die Krönung ist, wenn das stimmt, kriegen wir für die Bretter hier mehr Geld als für die fertige Palette, ne? Witzig. Oh, sind ein CS fertig. Prima. Also Leute, ich mache euch mal Hoffnung. Das kann sein. Ich habe so, bin gut der Hoffnung, dass wir heute vielleicht in der dritten Folge ein wenig Bier anfangen zu produzieren. Oder ja, zumindest, zu allermindest wenigstens den Anfang, den Weizen zu ernten. So, das müsste hier sein. So ist es. Das gab dann, bitte, Info, danke. 5200. Hallo. Wieso geht das jetzt nicht? Das an, die andere Palette wurde angenommen. Und hier, die ist wieder am rummotzen. Na nein, ich schmeiß die irgendwie runter. Gut, dann war es das für den Moment. Die erste Folge ist wieder beendet. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, gell? Wisst ihr Bescheid. Däumchen! Und dann sehen wir uns, oder hören wir uns nachher um 14 Uhr zur nächsten Folge. Vielen Dank bis jetzt. Tschüssi. Jetzt läuft's. Na, also, ciao.